Hallo, in diesem Video werden wir Ihnen die Durchführung der Fachsprachprüfung in Bremen vorstellen und Ihnen ein Beispiel geben, wie die Prüfung aussehen könnte. Hallo, konnten Sie sich vorstellen? Guten Tag, ja gerne. Mein Name ist Sarah. Ich stamme aus Syrien, wo ich mein Studium in der Humanmedizin und meine Weiterbildung zur Fachärztin für Family Medicine absolviert hatte. In Syrien arbeitete ich ca. 25 Jahre als Allgemeinärztin in meiner Privatpraxis und in den Krankenhäusern des Gesundheitsministeriums. Ich bin hier in Deutschland seit Dezember 2015. Während dieser Zeit habe ich die deutsche Sprache gelernt. Mein Ziel ist, die ärztliche Approbation in Deutschland zu erwerben und als Fachärztin hier in Bremen tätig sein zu können. Gut. Sie wissen, dass die Prüfung aus drei Teilen besteht. Erster Teil: Jemand vertritt einen Patient und Sie sollten mit ihm eine Anamnese durchführen. Wenn Sie bereit sind, können Sie beginnen. In Ordnung? Ja. Guten Tag, mein Name ist Sarah. Ich bin hier als Assistenzärztin tätig und möchte gerne mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. In Ordnung? Guten Tag, ja. Wie heißen Sie? Und könnten Sie mir Ihren Namen buchstabieren? Mein Name ist Thomas Egang. Thomas. Egang, Irgang. Gut. Wann wurden Sie geboren oder wie alt sind Sie? Ich bin am 12.05.19. Jahrhundertfünfzig geboren und bin 71 Jahre alt. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Im letzten Mal war ich 68 Kilogramm schwer. Okay, und wie groß sind Sie? Ich bin 1,70 Meter groß. Was haben Sie für Beschwerden oder was hat Sie zu uns geführt? Also, ich habe Atemnot seit mehreren Wochen, der meine geschwollenen Beine begleitet hat. Wann tritt die Atemnot auf? Bei Belastung oder in Ruhe? Bei Belastung und beim Schlafen. Husten Sie? Ja, wenn ich im Bett liege, kommt mir trockenen Husten vor. Und müssen Sie nachts aufwachen, weil Sie zum Beispiel keine Luft bekommen? Ja, falls keine Kissen unter meinem Kopf liegen. Könnten Sie flach liegen, ohne zu wenig Luft zu bekommen? Also nein, ich kann nicht flach liegen. Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Ich benötige zwei Kissen zum Schlafen. Okay, und wie viele Stufen oder Treppen können Sie steigen, ohne Luftnot zu bekommen? Vielleicht 4 bis 5 Treppen oder so. Und ist die Schwellung der Beine dauerhaft oder geht auch weg und kommt wieder? Beide Beine sind beim Sitzen oder beim Laufen geschwollen. Wenn ich flach liege, verschwindet die Schwellung. Hatten Sie in der letzten Zeit einen Infekt der Atemwege? Ich glaube nicht, nein. Müssen Sie nachts auf die Toilette gehen? Falls ja, wie häufig? Ja, also ich musste. 2 oder 3 Mal. Haben Sie bereits aufgrund dieser Beschwerde einen Arzt aufgesucht? Nee. Ich bin heute zum ersten Mal wegen dieser Beschwerde zum Arzt gekommen. Haben Sie noch weitere Beschwerden? Nein. Okay, dann haben Sie Fieber? Auch nicht. Haben Sie Fieber? Nee. Haben Sie einen Schüttelfrost, Nachtschweiß oder Schweißausbrüche? Nee. Wie ist Ihr Appetit? Normal, keine Veränderung. Okay, dann haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Und wenn ja, also wie viel? Ja, 2 Kilogramm zugenommen. Seit wann? Im Zeitraum von 2 Monaten oder so. Okay. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Nee, das habe ich gar nicht verloren. Und war Ihnen schwindelig? Nee. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung oder Aufstoßen? Also manchmal habe ich sauer aufgestoßen, wenn ich fettreiches Essen esse.
Schlafen Sie gut? Ja, wenn ich auf zwei Kissen schlafe. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Ja, ich muss nachts immer zweimal oder dreimal ins Toilette gehen. Hat sich die Farbe Ihres Stuhls oder Ihres Urins verändert? Ich habe nichts bemerkt eigentlich. Okay. Leiden Sie an einer schwerwiegenden bzw. bösartigen Krankheit? Nein. Leiden Sie an einer chronischen Krankheit, zum Beispiel Bluthochdruck, Asthma oder Zuckerkrankheit? Falls ja, also seit wann? Ich leide an Bluthochdruck seit 10 Jahren. Ist die Krankheit medikamentös eingestellt? Also ich nehme täglich ein 5 Milligramm Lisinopril-Tablett ein. Haben Sie das Rezept dabei oder soll ich Ihren Hausarzt anrufen und ihn danach fragen? Nee, das Rezept ist dabei, alles gut. Haben Sie bereits aufgrund Ihrer aktuellen Beschwerde irgendwelches Medikament eingenommen? Falls ja, wie oft am Tag und hat das überhaupt geholfen? Also aufgrund der aktuellen Beschwerde habe ich kein Medikament eingenommen. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, zum Beispiel Schmerzmittel, Abführmittel, Schlafmittel? Wenn ja, seit wann und wie oft am Tag? Nur Lisinopril. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Wann und warum? Als ich jung war, bin ich Appendektomie operiert worden. Ist die Operation komplikationslos verlaufen? Ich kann mich nicht erinnern. Haben Sie bereits einmal eine Bluttransfusion erhalten? Nee. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Also sind Sie allergisch gegen bestimmte Medikamente oder Nahrungsmittel? Also ich bin allergisch gegen Eier. Wie sieht die allergische Reaktion aus? Ich bekomme Hautausschlag, wenn ich Eier esse. Okay. Wie Sie wissen, gibt es einerseits Erbkrankheiten bzw. angeborene Krankheiten, also genetisch bedingt, und andererseits gibt es erworbene Krankheiten, also umweltbedingt. Deswegen möchte ich nun ein paar Fragen über Ihre Lebensgewohnheiten sowie Ihre Familie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Rauchen Sie? Wenn ja, seit wann und wie viele Zigaretten am Tag? Nee, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Seit wann und wie oft? Am Wochenende trinke ich normalerweise nur eine Bierflasche. Okay, tut mir leid, aber ich muss auch diese Frage stellen. Besteht bei Ihnen eine Drogenabhängigkeit? Nee. Bewegen Sie sich regelmäßig oder treiben Sie regelmäßig Sport? Wenn das Wetter gut ist, fahre ich Fahrrad. Üben Sie einen Beruf aus, der mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist, wie zum Beispiel Stress oder Staub einatmen? Ich arbeite als Busfahrer in der Stadt. Mein Beruf hat kein gesundheitliches Risiko. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Wenn ja, sind Sie gesund oder leiden Sie an einer bestimmten Krankheit? Ich habe 2 Kinder, die ganz gesund sind. Gibt es Krankheiten, die in Ihrer Familie häufig vorkommen? Nee. Leben Ihre Eltern noch? Leider nein. Woran sind Sie gestorben? Waren Sie gesund oder hatten Sie chronisch an einer bestimmten Krankheit gelitten? Mein Vater hatte an Bluthochdruck gelitten und er ist an einem Schlaganfall gestorben. Und meine Mutter hat an Corona-Erkrankung gelitten und ist an Herzinfarkt gestorben. Falls Sie Geschwister haben, möchte ich wissen, ob Sie gesund sind oder ob Sie an einer bestimmten Krankheit leiden? Meine Brüder sind gesund, aber meine Schwester leidet an Bluthochdruck.
Wohnen Sie alleine oder gibt es jemanden zu Hause, der sich um Sie kümmern könnte? Ich wohne mit meiner Frau zusammen. Haben Sie ein Haustier? Nein. Gut, jetzt bin ich fertig. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten oder haben Sie noch Fragen? Nee, danke Ihnen. Ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Sie brauchen keine Angst zu haben. Meine Verdachtsdiagnose ist Herzinsuffizienz. Aber wir müssen weitere Untersuchungen durchführen, um Diagnose zu sichern. Ich müsste Ihren Körper untersuchen und die Vitalparameter bestimmen. Ich werde Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen, danach melde ich mich bei Ihnen zurück. Bis gleich und gute Besserung. Das Ende. انتهى أخذ القصة المرضية. سنكمل في فيديو آخر باقي التجربة الامتحانية الدوكيمنتاسيون والأرز جشبريش. تابعونا من فضلكم، ادعموا قناتنا باشتراك والإعجاب والمشاركة. شكرا لكم زملائي الكرام.